Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar hat Nyom Nyom bei uns in dem Videovorschläge-Kanal die drei Summer-Deal-PCs vorgeschlagen von Krotos. Und einen davon habe ich jetzt zugeschickt bekommen. Ich habe Krotos einfach angehauen und habe gesagt, hey, die interessieren sich dafür. Hast du Bock, mir einen zuzuschicken? Ist vielleicht besser, als einfach immer nur diese technischen Daten runterzurattern. Und das hat er jetzt auch gemacht. Den schauen wir uns jetzt mal an. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei. Denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz zu den Eckdaten, wir haben hier einen Ryzen 5 5600, eine 6600 XT als Grafikkarte, 16 GB RAM mit 3600 MTS CL18 und MicroATX-Board in der Preisklasse. Das Ding kostet 640 Euro, das kann man dann noch verkraften. Es gibt aber einige Punkte, die ich persönlich aufrüsten würde, vor allen Dingen die SSD, die hat leider nur 512 GB. Wie gesagt, der Preispunkt, man kann es nicht jedem dann recht machen, es ist nur ein kleiner Tipp von mir, mehr Speicher werdet ihr auf jeden Fall brauchen, je nachdem wie viele Spiele ihr natürlich auch installiert. Und das mit dem MicroATX-Board, also es gibt ein Full-ATX-Board für 45 Euro Aufpreis, das würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen, zeige ich euch gleich auch warum. Der Kühler der Grafikkarte verdeckt nämlich diese ganzen Slots zum Erweitern. Und ich hatte da zum Beispiel Probleme, ich habe immer so eine kleine Test-SSD, die stecke ich dann einfach in so einen PCI-Express-Slot rein. Und ging halt nicht, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt hat, wie ich es in meinen Videos auch immer sage. Deswegen würde ich da auch sagen, upgradet das eventuell. Kommen wir aber auch gleich noch zu. Gut, dann würde ich mal sagen, wie immer, nicht lange schnacken. Schauen wir uns das Ding mal an. Also erstmal zu dem Gehäuse an sich. Das ist ein ADATA XPG Valor Air. Das bringt schon drei Frontlüfter mit 120 mm und einen Hecklüfter. Das heißt, der Airflow ist gegeben. Ich habe natürlich auch einen Temperaturtest mit dem Ding gemacht und mir das genau angeschaut. Und das ist auf jeden Fall nicht zu warm geworden. Die Hardware ist jetzt auch nicht sonderlich potent, aber ist ein cooles Gehäuse in diesem Preisbereich. Hier oben auf dem Deckel haben wir den Ein- und Ausschalter, einen Reset-Knopf, eine Kombibuchse für Mikrofon und Kopfhörer und zweimal USB 3.2. Nur mal so Interesse halber, dieser Aufkleber hier, der ist ja standardmäßig bei diesen Krotos-PCs dabei. Sollte der bleiben oder sollte er die weglassen? Das ist bestimmt auch mal interessant für ihn zu wissen. Was die Seitenscheibe hier angeht, bitte nicht wundern, da ist noch die Folie drauf. Das System geht natürlich wieder zurück. Ich bekomme auch für das Video nichts. Ich habe einfach nur angefragt, yo, da will jemand ein Review haben. Er hat mir das zugeschickt, das schicke ich ganz normal wieder zurück. Die Front von dem Teil finde ich eigentlich ganz schick. Ich weiß noch, ich hatte ja jetzt das Review gemacht zu dem anderen Gehäuse, auch von XPG. Hier ist dieses Logo drauf. Da schrieb jemand, dass er das ein bisschen penetrant findet mit diesem roten Schriftzug. Mir gefällt's. Müsst ihr auch selber wissen, ne? Hier oben auf dem Deckel haben wir auch noch Mesh. Naja gut, da ist jetzt kein Lüfter drunter, das könnt ihr einfach so lassen. Was ich allerdings ganz cool finde hier hinten, Grafikanschlüsse am Mainboard deaktiviert, bitte Anschlüsse unten an der Grafikkarte nutzen. Das kommt wirklich so häufig vor, dass die Leute versuchen, diese Anschlüsse, die jetzt hier drunter liegen, zu benutzen. Nehmt wirklich immer die von der Grafikkarte. Da kriegt ihr eh kein Bild raus hier oben, deswegen immer die hier unten benutzen. Ansonsten haben wir hier, was die Anschlüsse angeht, zweimal USB 2.0, PS2-Anschluss, den werdet ihr wahrscheinlich eh nicht benutzen. Wie gesagt, die Onboard-Grafik könnt ihr auch nicht benutzen. Dann haben wir hier noch USB 3.1, USB Typ C, viermal USB 3.0, Netzwerkanschluss und halt Mikrofon, Kopfhörer, Line-In-Buchse. Ihr könnt natürlich auch die kombinierte Buchse oben auf dem Gehäuse benutzen. Alter Schwede, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe noch nie so gutes Kabelmanagement gesehen bei einem Fertig-PC. Gut, hier unten wurden die natürlich wieder reingestopft, das ist klar, die sind aber auch zusammengebunden. Aber guckt euch das mal an. Ich meine, gut, das ist jetzt kein aufwendiges System oder so, hier sind wenig Kabel drin, aber das ist clean. Und dass ein Endkunde da mal irgendwie hinten reinguckt, ist halt auch selten. Also Amjad bzw. Amjad, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Coole Arbeit, was das Kabelmanagement zumindest angeht. Hier sind auch so ein paar Tipps drauf, wie das Ding dann ausgepackt wird, beziehungsweise wo man halt auch die Kabel anschließt von dem Monitor und so. Aber ja, dieser Zettel ist übrigens immer dabei. Den kennen wir ja schon. Wir hatten ja schon mal Systeme von Krotos. Also Amjad, gute Arbeit. Ich meine jetzt mal im Ernst. Schaut mal. Ich will das jetzt nicht in den höchsten Tönen loben, ne? Aber hat er gut gemacht. Muss man ihm lassen. Das Netzteil hier unten ist übrigens ein Silentium PC Vero L3 Bronze 500 Watt. Wir werden auch gleich den Verbrauch noch messen. Ich habe mir mittlerweile ein Messgerät besorgt und dann schauen wir mal, was die Gesamtleistungsaufnahme ist. Ich schätze mal so um die 250 Watt. Hier haben wir jetzt das Innere des PCs, auch sehr aufgeräumt. Gut, ist jetzt kein High-End-System, da sind jetzt nicht so viele Kabel, aber ist auf jeden Fall gut gemacht. Wir haben nur den Stockkühler, reicht aber für den 5600er Ryzen. Ich habe das ja auch getestet eben im Cinebench, das hat auf jeden Fall ausgereicht. Bei dem RAM haben wir die G-Skill Ripjaws 3600 MTS 16 GB.
würde ich euch eventuell auch empfehlen, auf 32 GB zu gehen, weil ich eben in den Tests schon ein bisschen dran gekratzt habe an diesen 16 GB. Würde ich allgemein sagen, egal wie günstig das System ist, der RAM, der kostet heutzutage nicht mehr so viel, nehmt ruhig 32. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Krotos da an Aufpreis nimmt, aber ich hoffe, es wird nicht allzu viel sein und dann erweitert euch das einfach. Die SSD hier stimmt übrigens nicht, das ist meine Test-SSD. Die Original-SSD ist diese hier. Wir haben hier die Fastro MS150, 512 GB. Die SSD, die da drin ist, ist wie gesagt meine Test-SSD, wo ich alle Spiele und so drauf installiert habe. Die packe ich dann immer da rein und dann teste ich halt mit den ganzen Benchmarks. Das Mainboard ist ein ASRock B450M Pro 4, also erstmal Micro-ATX-Erweiterbarkeit ist eher so meh. Und dazu kommt noch, dass das schon ein älterer Chipsatz ist, der eigentlich für die 3000er-Generation von AMD gedacht war. Wir haben jetzt hier die 5000er, das geht natürlich mit BIOS-Update, hat aber eben so ein paar Nachteile, wie zum Beispiel bei den Lanes für die Grafikkarte und so. Ich würde nicht unbedingt jetzt noch eine stärkere Grafikkarte hier einbauen oder eben das Mainboard upgraden auf dem MSI B550A Pro. Das kostet wie gesagt 45 Euro, das würde ich schon eher mitnehmen. Das hier sind wie gesagt die drei Lüfter, die schon vorinstalliert sind. Das finde ich schon mal ganz nice bei dem Gehäuse, das hat auch nicht jedes Case. Hier haben wir auch noch einen im Heck. Also wie gesagt, ich habe eben die Temperaturen getestet, die waren top. Ich habe Volllast auf Grafikkarte und Prozessor gegeben, das war echt in Ordnung. Das hier ist übrigens eine 6600 XT Asus Dual. Die ist schweineteuer. Die kostet irgendwie roundabout 400 Euro, was natürlich völliger Quatsch ist. Man kriegt die günstigste, glaube ich, gerade für 260 Euro. Das ist dann eine von Indo 3D oder so. Auf jeden Fall so, er hat nur die Asus Dual und die MSI Mech. Die kosten beide roundabout 400 Euro rum. Wenn man jetzt realistisch ist, zieht man diese Differenz ab, obwohl ihr diese Grafikkarte kriegt. Ihr kriegt halt eine 6600 XT für 140 Euro weniger. Selbst wenn man die Differenz noch abzieht, ist das System immer noch günstiger als Geizhals. Jetzt ist es noch so, jetzt haben wir hier ein Netzteil drin, das hat mal realistisch 55 Euro gekostet, kostet aktuell 80. Selbst wenn wir das noch realistisch abziehen würden, wären wir ungefähr gleich Geizhalsliste. Also das System ist auf jeden Fall nicht zu teuer, was ich schon mal gut finde. Ich blende euch hier auch nochmal die Geizhalsliste ein. Wie gesagt, da kommen wir bei roundabout 800 Euro raus. Das System kostet 640. Sind wir realistisch, landen wir eigentlich 1:1 bei der Geizhalsliste. Die Benchmarks zu dieser Grafikkarte zeige ich euch dann auch noch zusammen mit dem Prozessor und dem RAM natürlich. Also ich habe das ganze System hier gebencht, einfach mit einer Capture Card. Und ich finde, was man mittlerweile für 640 Euro bekommen kann an Leistung, ist gar nicht mal so schlecht. Und hier unten habt ihr jetzt dieses Thema, wovon ich gesprochen habe. Ich wollte eine Erweiterungskarte reinstecken, ging aber nicht, weil die Grafikkarte eben diese ganzen Erweiterungsslots überdeckt, weil es ein Micro-ATX-Board ist. Die Thematik habe ich sehr, sehr oft in meinen Videos. Wie gesagt, wollt ihr jetzt hier eine WLAN-Karte zum Beispiel einbauen? Klar, es gibt WLAN-Sticks oder so. Aber wenn ihr eine WLAN-Karte einbauen wollt oder eine Capture-Karte oder so, geht das hier nicht. Die einzige Möglichkeit, die ihr hättet, wäre dieser kleine Anschluss hier vorne. Und da passen auch nicht alle Capture-Cards. Also man muss halt schauen, dass man wirklich so eine kleinere nimmt. Ich glaube, die Elgato HD60 hat so einen Anschluss. Wenn man jetzt natürlich die 4K nimmt, ist der Anschluss breiter. Das würde schon nicht mehr passen. Wenn euch das natürlich alles egal ist, dann soll es so sein, dann ist das ein super System für euch. Was ich übrigens noch ganz cool finde, hier ist immer so ein Dokument dabei, da steht halt, was alles verbaut ist. Hier werden verschiedene Tests gemacht, zum Beispiel CPU-Test, Memory-Test, 2D-Grafik, 3D-Grafik, Temperatur, Sound, Video-Playback, diese ganzen Geschichten. Und hier haben wir auch noch die ganzen Temperaturen, einmal von der CPU bzw. der SSD und der GPU. Und da wird halt gesagt, jo, Maximum hat die 85 Grad erreicht. Hatte ich eben im Test tatsächlich nicht, aber hier waren es 85 Grad. Kommt natürlich auch auf die Umgebungstemperatur an und das ist das Maximum, was es haben darf. Diese Werte werden sowieso nicht erreicht, von daher passt das. Dazu bekommen wir noch dieses Diagramm. Da sieht man auch, ob man irgendwelche Spikes drin hat oder so. Das hier sieht sehr clean aus. Hier steht auch nochmal eine Unterschrift, dann weiß man, wer dafür verantwortlich ist, falls mit dem System doch irgendetwas nicht stimmen sollte. Das wird auch bei jedem PC mit beigelegt. Also ich hatte schon ganz oft PCs von Krotos hier und die hatten alle diese Diagramme und die Auflistung und den Zettel, wer das gebaut hat und so weiter. Ich habe den PC jetzt auch angeschlossen und ich habe jetzt hier schon seit 10 Minuten diesen OCCT Burn-In-Test am Laufen. Der lastet den Prozessor zu 100% aus und auch die Grafikkarte. Und seit 10 Minuten, wie gesagt, läuft das. Die CPU liegt jetzt hier bei 88 Grad. Ist schon hart an der Grenze, aber geht noch. GPU ist bei 60 Grad. Also das Gehäuse macht auf jeden Fall einen guten Job, was den Airflow angeht. Und das System pfeift sich gerade ungefähr 320 Watt rein. Das Netzteil kann 500 Watt vertragen. Wir sind hier aber jetzt schon unter Volllast. Und das ist ziemlich unrealistisch, dass ihr wirklich Prozessor und Grafikkarte gleichzeitig zu 100% auslastet. Aber wir haben mit dem Wert natürlich noch ordentlich Puffer nach oben. Und ich teste jetzt hier auch mal die Lautstärke, wieder so ungefähr 10 cm Abstand. Ja, 44 Dezibel. Ist vertretbar. Man hört ihn schon, es ist aber nicht extrem, das kann man schon machen. Ich kann jetzt auch gerne nochmal mein Mikrofon davor halten, damit er ungefähr eine Ahnung davon bekommt, wie laut das System ist oder eben nicht.
Also ich denke, das ist vertretbar. Und ich weiß, einige haben bei den letzten Reviews den Airflow-Test vermisst, deswegen machen wir den hier auch nochmal. Ja, ich würde sagen, das hat ganz gut funktioniert. Der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Klar, mit drei Frontlüftern und einem Hecklüfter, da habt ihr sogar ein bisschen Überdruck im Gehäuse. Da geht der Dampf bzw. die Luft dann auch oben raus. Das ist soweit in Ordnung. Hier auch nochmal ein kurzer Zwischenstand. Wir haben jetzt gleich eine Viertelstunde rum. Wir sind bei 88,7 Grad bzw. 88,5. Jetzt piekt er so langsam auch an die 90 Grad und die Grafikkarte hängt so bei 61 Grad. Wir haben hier in dem Raum übrigens so 22 Grad. Und da wir die ganzen Tests jetzt soweit durch haben, gehen wir auch direkt in die Benchmarks. Im internen Benchmark von Watch Dogs Legion in 1080p und hohen Einstellungen liegen wir im Durchschnitt bei 102 FPS ohne Raytracing. In WQHD ebenfalls interner Benchmark, hohe Einstellungen im Durchschnitt 87 FPS. Ebenfalls der interne Benchmark von Far Cry 6 in Full HD mit hohen Einstellungen im Durchschnitt 103 FPS ohne Raytracing. Und das gleiche nochmal in WQHD, auch mit hohen Einstellungen ohne Raytracing im Durchschnitt 89 FPS. Hier haben wir den internen Benchmark von Cyberpunk 2077 in Full HD mit hohen Einstellungen ohne Raytracing im Durchschnitt 109 FPS. Und das gleiche auch nochmal in WQHD mit hohen Einstellungen ohne Raytracing 74 FPS. In Apex Legends in Full HD 1080p in hohen Einstellungen 215 FPS im Durchschnitt. Und in WQHD immer noch stabile 209 FPS. Counter-Strike GO, das ist ein Workshop-Benchmark in Full HD und hohen Einstellungen im Durchschnitt 370 FPS. Und das gleiche nochmal in WQHD, auch mit hohen Einstellungen 347 FPS im Workshop-Benchmark. Bei PUBG habe ich einige Probleme gehabt, weil das Spiel einfach richtig beschissen optimiert ist, aber selbst da haben wir 167 FPS im Durchschnitt, liegt aber auch teilweise am RAM und eben an der schlechten Optimierung. Auch hier in WQHD 165 FPS im Durchschnitt, man sieht aber, die Grafikkarte wird nicht voll ausgelastet, die meiste Last liegt auf dem Prozessor. Jetzt habt ihr ungefähr einen Eindruck bekommen, was die Kiste so schafft. Was mich immer wieder wundert, ist, dass die 6600 XT wirklich für Full HD und WQHD gut geeignet ist, selbst in AAA-Titeln. Ihr habt ja gerade gesehen, Watch Dogs Legions, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, das sind alles Titel, die schon ordentlich Leistung fressen. Natürlich habe ich sie nicht auf Maximum geballert, sondern immer nur auf hohen Einstellungen, Raytracing meistens weggelassen, aber ist echt eine gute Grafikkarte. Was ich euch wirklich noch empfehlen würde, wie ich eben schon gesagt habe, eine größere SSD, das B550A Pro von MSI und eventuell 32 GB RAM. Das macht den PC natürlich wieder teurer. Allerdings ist er mit 640 Euro ungefähr auf dem Geizhalslistenniveau, wenn man das jetzt mal wirklich anpasst mit dem Grafikkartenpreis und so. Aber ihr bekommt ja die Asus Dual oder eben die MSI Mech, die aktuell für eben 400 Euro gelistet sind. Und man muss noch sagen, hier ist natürlich auch Windows 10 vorinstalliert. Das war eben Windows 11, was ihr gesehen habt, weil das natürlich meine Test-SSD war. Aber Windows 10 ist vorinstalliert. Ihr könnt auf Windows 11 upgraden, wenn ihr das möchtet. Und ich finde, für den Preis ist der echt in Ordnung. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.